Hallo und willkommen zurück bei Fortress-Kräfte Wolf Let's Play Together mit der hüpfenden Tidra und mir, dem Anduin. Grüß euch! Ja, und ciao! Hallo, grüß euch! Grüß euch und ciao! ja, Gott. Ich habe gelernt, wie man das Bahnlager vervollständigt und effektiver nutzt beim letzten Mal, und das werde ich jetzt ein Stück noch aufbauen. Damit meine wenigen Storage-Shopper, die ich habe, wieder verschwinden. Ich fühle mit dir. Ich merk's irrsinnig. Halleluja. Drückt auf die Tränendrüsen, das gibt's ja nicht. Ja, und ich habe auch bald keine Pipes mehr. Oh. Oh. Armes Haschi. Ja. Armes Haschi. So, da waren wir dann noch hier rein. Titanium. So, dass das ein bisschen nickel, was wir rausbekommen, weil so viel. So viel ist es ja nicht. Du hast eine kleine Knieverletzung. Eine Verletzung, ne? Naja. Der Ersatzteil, der dich getauscht hat. Alterserscheinung, würde ich sagen. Ja. Beim Auto würde man sagen, es ist 50.000 Kilometer Service, da werden die ersten Sachen geehrt. Ja, 50.000. 50 sind es noch nicht. Naja, 40er. 40.000er Service. Leicht drüber. Leicht drüber gefahren schon. Okay. Ich würde sagen, ich bin 29 plus. Kilometer. Ja, genau. Das Plus die Tibra ist wurde variabel. Bis jetzt 29 plus Kilometer gefahren. Also ein wenig gebrauchtes. Ein wenig gebrauchtes Modell. Ja. Oder erst 29 plus Kilometer. Okay. Schluss mit lustig wieder. Gut, ich habe das Warenlager kapiert. Das Warenlager, so. Und die Pipes schwinden. Also für ein so ein Lager ansatzweise herunterzuführen, brauche ich ungefähr 150 Pipes. Wird natürlich mit jedem Geschoss, was weiter weg ist, mehr. Logisch. Ja, darum waren beim letzten Mal meine Pipes so schnell weg, weil das glaubt man gar nicht, was da weggeht. Auf der Horizontalen. Ich werde aber trotzdem hauptsächlich jetzt mal das Erzlager weiterbauen, weil es gehört einfach verdammt viel abgebaut, ja. Ja. Würde ich auch sagen. Lagerfläche mal. Es reicht ja, wenn du da oben an der Decke zumindest damit die. Mhm. Das ist zur Ecke ins jeweilige Geschoss auch führen kann, gell? So, Titanium haben wir drinnen. Jetzt machen wir da weiter, wo wir gerade vorhin aufgehört haben bei der letzten Folge. Und zwar. Ach, da ist schon wieder was erinnern. Dieser Mist immer, der ins Inventar reinkreucht. Ja, der kriecht von selbst rein. Mhm. Ja, diese Chilis, die halbierten. Ah, die Chilis? Diese grün leuchtenden Chilischoten. Ja, genau. Die angeknapperten. Pfefferoni-Strumpen. Die Pfefferoni-Strumpen. So, runter, runter, runter. So. Schneller! Rauf, rauf, rauf. Komm, komm. Diese Lifte, wenn wir unten fallen. Hopp. Runter, runter, runter. Viel zu langsam, schneller. Was ist mit du? Ja, dieses Hin und Her damit. Und dann alle paar Blöcke musst du umsteigen. Ich weiß nicht, da haben wir die Technik. Jetzt sind wir mit einem Raumschiff daherkommen. Gut, wir sind eh abgestürzt. Genau. Sagt ja schon sehr viel aus. Und dann kann man einen Lift bauen, wo man alle 5 Sekunden umsteigt. Aha. Da sind wir wieder in der Kältekammer. Ja, hält länger frisch, brauchst nicht so schnelle Ersatzteile. Ja, ich spür's eh schon, wie es besser wird, das Knie. Gefrorene Knochen halten länger. Solange man nichts dagegen
fährt, läuft, springt. Aufschlägt. Aufschlägt, genau. So. Gut, na, das ist aber ganz schön. Genau. Ein großes Zinnvorkommen. Das freue ich mich schon, wenn es weg ist. Kommt demnächst im nächsten Teil. Wirklich? Ja, ich glaube, der ist jetzt im Sommer im Kino. Ja, es so lange war immer im Sommer, dauern. Stimmt. Entweder eh also schon stimmt. Jetzt, aber im August spätestens 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube sogar, dass der jetzt ist, weil ich glaube, die Transformers sind Ende Juli. Ah, ja, Ende Juli. Okay. Und dass die zwei gleichzeitig im Kino sind? Nein, das glaube ich fast nicht. Ich glaube nicht. Tipp, tipp. Ja, alle, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, wir sind ja neben unserem Gaming-Hobby. Filmkritiker? Naja, Filmkritiker. Hobbymäßig. Aber Hobby, Heimkino, ja. Enthusiasten. Hollywood-Blockbuster-Schauer, was weiß ich. Popcorn, so ziemlich Kino. Jedes Genre. Und ich habe, also unabhängig von dem, dass natürlich bei Transformers die Originalbesetzung halt leider sehr fehlt, oder uns zumindest sehr fehlt, weil es war schon genial mit Megan Fox und Shia LaBeouf. Mhm. Aber der neue Teil sollte man unbedingt im Kino gesehen haben, egal ob man Transformers mag oder nicht, weil es ist der erste Film, der in Native 3D, IMAX 3D gedreht wird. Also sprich, es werden nicht einzelne Szenen herausgepickt, die dann in 3D aufnehmen, sondern es ist wirklich der komplette Film und das komplette Bild über den ganzen Film hinweg in 3D und in IMAX-Qualität. Also das muss eine sehr cool. Visuelle Pracht werden, ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Erwarten wir da, wie gesagt, von der Technik wirklich sehr viel. Mir gefallen, ja, also unabhängig davon, ich finde die Transformers ja nicht so schlecht, es gibt schlechtere Action-Science-Fiction-Filme. Stimmt allerdings, ja. Ja, das ist schon schön weg, der Klotz. Es ist leider der tolle Humor vom ersten und zweiten Teil ist ein bisschen abhanden gekommen. Und dieses Spiel zwischen Shia LaBeouf, Megan Fox und seinen Eltern war schon sehr genial. Und dann noch der SR7. Ja, genau. Und der Hund. Und der Hund, genau. Genau, der Hund. Der Hund mit dem komplexen Mojo. Im ersten Teil war das, wo ein Gipsfuß gehabt hat. Ja, ja. Ehrlich. So. Ich höre bei dir schon wieder so einen Energietief. Ja, sobald du größer aushebst. Also das Kupferlager ist schon halbwegs groß gebaut und ziemlich voll. Nädelwand. Ach, ich finde kein Kristalldeposit. Ich habe wieder befürchtet, dass ich da jetzt endlos herumtue. Na klar, da saugen sie sich schon wieder an. Wo kommt der rein? Ich hab da nirgendwo ein Loch nach oben. Die Energiediebe kommen wo vor, wie bei Transformers, der Radio, der was in der Box. Ah, der, okay, der Giftige. Ja, der Giftige. Nicht der das Handy, der überläuft das zur Kriegsgöttin. Nein, das Handy. Nokia, das sich an ihrem Bein reibt. Mhm. Ja, ja,
Nein. Das war nicht der Weg des Samurai, das ist nur Nokia, der Weg des Samurai. Nein, das war nicht das Handy in der Box. Das war dieser Radio bei der Air Force One. Ja, genau. Ja, aber das Handy in der Box war doch auch sehr giftig. Ja, das war. Ja, der prägt das ganze Zeit am Körper. Das überzeugt ist er von seinem Job. So. Sehr gut. So, wie weit gehen wir da noch? Jetzt 1, 2, 3, 4, 10 haben wir da. Naja. So. Crystal Deposit. Man soll es nicht glauben. Gar nicht so einfach, das zu finden. Ups. Was denn? Ich glaube, ich habe gerade eine Höhle angegraben. Und schon fließt es wieder. Ach, ist das schön. Wer weiß wie lange. Falter. So, jetzt geht. Hoppla, das ist nicht. Nein. So. So. Nein. So. Na, wie jetzt? Na, so jetzt. Nein, das verdreht sich schon wieder. Der Schmorn mit Ohren. Hast du schon Resident Evil 7 gespielt? Lecker! Nein, Gott sei Dank nicht. Das würde ich glaube ich. Da sieht man dieses tolle Rezept, hast du das da immer. Schwarm mit Ohren. Ich glaube, mit dem füttern sie noch sogar. Na super. Jetzt ist wieder mein Kopfkino angestachelt. Gut, ja, Kupfer von oben nach unten. Dann werden wir hier mal Kupfer runterlegen. Das hier. Gut. Gerade überall nur dort nicht, wo Crystal Deposit zu sein naja. Scheint. Also, das heißt. Ich und meine Konstruktion. So, das heißt, hier ist der erste Hopper für die Bahn. Thank you.
probieren. Hm? Was denn? Ah, Crystal Deposit. Ich Idiot, das zeigt sie an. Wenn man es kennt. Mhm. Lithium, Iron Ore. Das ist aber sicher Crystal Deposit. So. Okay. Kohle, wo ist Kohle? Da ist Kohle, ich brauche noch was von dir. Also Kohle haben wir genug. Ja. Mhm. Da wir alleine in unsere Geschosse ist da so viel drin. Ja. Und das, was noch vor der Haustür steht. Stimmt. Aber ich glaube, das ist relativ schnell jetzt dann weg. Weil wir oben immer mehr so Insektikum brauchen. Insektenschutz. Okay, stimmt. Beziehungsweise die Waffen und diese Reducer ganz schön fressen. Mhm. So. Quält dich eine Fliege? Ja, aber immer vor dem Mikro. Sorry, aber es gibt's nicht. Das fliegt immer auf den Plopschutz. Da geht so schön der Wind, wenn du sprichst. Ich bin nicht so ruhig. Oh, ja, stimmt. Ja, ich bin gerade. Sehr konzentriert. Ich habe extra das alles gesucht vor der Aufnahme, weil ich mir gedacht habe, dass wir ja nicht irgendwelche Erze oder Crystal oder so suchen müssen. Irgendwas. Jetzt geht das alles aus. Weil das ja, kein Weiterkommen, ne? Das ist das Spielprinzip, glaube ich. Ja, du bist ständig auf der Suche, weil irgendwas aus ist. So. Mich macht fertig dein. Dein Haustier? Ja, dein Haustier quasi. So. So, nein. Dieser Energiefresser. Hast du was gegen Minderheiten? Nein. Nicht. Aber. Was die an? Da bringst du mich durcheinander. Der erinnert mich an Alien. Wenn dieser Facehocker. Oh, der Facehocker. Ja. Ja, cool. Wenn der so läuft. Ja, dann Doktor. Ah, okay. Ich liebe dieses Geräusch. Mhm. Facehocker am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Genau, du denkst nicht mehr daran. Zumindest bis zum. Bis er einschlüpft. Jetzt verwurscht. Kommt auch ein. Na, war glaube ich schon, oder? Alien war glaube ich im Frühjahr. Ah. Ja, ja. Ja, dann kommt er doch gleich. Ich glaube, der war glaube ich schon im Kino. Jetzt direkt nachschauen. Freude. Ja, bei dir. Nein, ist eh okay. Also alleine das Design, finde ich das. Wow. Das hat mich schon fasziniert, wie ich den ersten Teil als Kind Jugendlicher gesehen habe. Mit der Krönung dann zweiter Teil. Der Alien-Königin. Ich finde die Zeichnungen dazu vom Giga. Ja, sehr super gut. Schön. Sehr gut, ja. Super gut gemacht. Ja. So, da haben wir es. Jawohl, geschafft. Wenigstens ein gescheites Großes. Ja, ja, ja. Gut. Bis es halt aus ist. Dann richtig. Ist es nicht mehr so richtig. Nein, das vom Scanner her, also das hat schon sehr groß ausgeschaut.
Okay. So. Nochmal ein Stück in die Höhe. Dann kann ich hier den Hopper setzen. So. So, es müsste alles fließen. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Ja, hoppa, hoppa, hoppa setzen. Das erinnert mich auch wieder an Film. Hoppa, hoppa. Mhm. So ähnlich heißt es da. Payback, wo die Lucy Liu, einer ihrer ersten Rollen, die immer sagt, happa, happa. Happa, happa, ja. Happa, happa. Und dann schlägt es wieder zu und er freut sich daran. Genau. Happa, happa. Happa, happa. Oh, herrlich. Ja, wirklich. Total tolle Rolle von ihr. War das eine von ihren, zumindest wo sie mir aufgefallen ist, eine für ihre ersten Rollen? Schon. Okay. Ich glaube, zumindest war es die erste Hollywood-Rolle. Okay. Muss ich direkt mal nachschauen. Im IMDb. Drei Engel für Charlie und so, das war alles später. Alles später, ja. So, dann kommen da jetzt noch die Storage Hopper dran. So. Dann haben wir jetzt in der zweiten Folge es endlich geschafft, dass wir Crystal Deposit da installiert haben. Jetzt brauchen wir nur mehr Nickel abholen und dann beginnen wir in der dritten Folge endlich mit dem, was wir machen wollten. Cool. Was ist denn das? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Du hast dich so darauf konzentriert, auf das Erz. Nein, die Pipes. Gold, Lithium und Gold automatisieren. Gut, und ich werde in der nächsten Folge. Strom sollte ja, also Energie. Sollte ich da auch ranlegen. Das Bahnlager für Kupfer anschließen. Sind wir fertig? War deine Ansage? War meine? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Crystal Deposit-Suche. Ich glaube, für der Tibra war ein bisschen was Interessantes zu sehen. Oder zumindest Interessanteres bei mir auf alle Fälle. Läuft das jetzt? Ich kontrolliere da nämlich gerade nebenbei, ob das jetzt alles lädt. Warum tut sie da nichts? Hallo? Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir da hoffentlich Energie mal bis zu dem Förderer bringen. Und bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.